zurück im großen Krieg. Der Norddeutsche Bund, ja, hat große Schwierigkeiten und der König ist erzürnt. Aus dem Grund, weil er so schlecht von seinen Militärs beraten wurde. Er ist davon ausgegangen, dass die Maschinengewehre direkt zur Verfügung stehen. Das ist leider nicht der Fall. Und jetzt wird es hier ein bisschen sehr gefährlich. So, wir lassen mal hier nochmal ein paar Truppen einfach zurück. Und mit der Armee müssen wir jetzt auch in der Schlacht hier, die Schlacht von Namur ist sehr wichtig. Ah, hier können wir, hier sind die Italiener, die uns stellen. Hier können wir aber noch ein paar Truppen zur Verstärkung schicken nach Namur. Und unsere 42.000 kommen noch. Und hier würde ich mich gerne zurückziehen wollen. Weil wir hier nur hohe... Ah doch, jetzt haben die Franzosen sogar mal ein paar Verluste. Am Ende gewinnen wir die Schlacht noch. So, hier oben haben wir noch eine Schlacht gewonnen gegen die Russen. Ich verfolge die jetzt knallhart weiter, würde ich sagen, oder? Dafür haben wir jetzt hier ein paar Probleme. Wir versuchen uns hier aktuell noch zu erholen. Wir helfen, denke ich mal, hier mit. Dass wir möglichst schnell dieses, das eine hier besetzen und dass wir dann gegen die Russen kämpfen können. So. Unsere Hauptgebiete hier sind ja noch nicht mal gefallen. Gewinnen wir vielleicht doch die Schlacht hier unten? Ne, jetzt haben wir aber wieder hohe Verluste. So, aber hier in Namur kämpfen wir auf jeden Fall. Ach, jetzt haben sie nur noch minus 1. Wieso denn das? Boah, 4000 Verluste auf beiden Seiten aktuell. Unsere 42.000 Männer kommen noch dazu. Ja, jetzt haben wir leider mehr Verluste gehabt. So, jetzt haben die Feinde aber mehr Verluste. Ja, jetzt marschiert natürlich Italien nach Arlon. Wieso? Jetzt werden da unsere 2000 angegriffen. Haben wir noch einen Anführer? Ne, wir haben natürlich keinen Anführer. Hier aktuell irgendwo noch stehen. Ah, die Italiener machen jetzt echt Schwierigkeiten. Hier ist noch ein Anführer. Schicke ich den noch? Vielleicht kann ich das irgendwie halten. Keine Ahnung, ob das noch möglich ist. Weil die zwei Sachen haben wir bald besetzt. Ja, wie gesagt, hier haben wir einfach viel zu hohe Verluste. Jetzt haben die Franzosen wieder höhere Verluste. Die Briten besetzen einfach in aller Ruhe hier Italien, anstatt dass sie sonst noch irgendwo landen. Ich meine, sie kämpfen auf See, was gut ist. Das mit unserer Kolonie, das scheint alles zu dauern, oder? Oh, die Österreicher sind leider hier auch schon am Kolonisieren. Die Franzosen sind auch schon dabei. Wir haben so wenig Kolonialmachtspunkte. So, ich hoffe, wir belagern das jetzt echt schneller. Wir haben die Schlacht von Ulm tatsächlich gewonnen. Wer hätte denn das gedacht, Freunde? Wer hätte denn das gedacht? Marschieren wir mal da hoch. So. Namur sieht auch für uns gut aus, die Schlacht. Ich habe ein bisschen Angst hier. Ach, die ziehen sich, wo ziehen die sich eigentlich hin? Die Franzosen nach Konstanz. Aber ich glaube nicht, dass wir sie dort angreifen sollten, oder doch? 10. September. Wir sind sehr geschwächt. Wir lassen das mal lieber. Wir haben die Schlacht von Namur gewonnen. 11,5 Punkte gibt das. Das ist ein riesiger Sieg. Und damit, Leute, müssten wir auf jeden Fall... Jawohl, wir könnten Elsass-Lothringen jetzt schon zurückfordern. Die Frage ist, wie gierig sind wir jetzt? Wie viel wollen wir riskieren? Oh, das ist jetzt hart. Das ist jetzt schwierig, ne? Ich meine, wir könnten so um die 15 Kriegspunkte uns noch versuchen zu holen, indem wir noch eine Region erobern. Wir hätten noch die Infamie dafür. Boah, das kostet aber teilweise 33 Kriegspunkte. Wir brauchen irgendwas Kleines. Das ist Franche-Comté. Das ist die Champagne. Das ist die Picardie. Die Picardie war, glaube ich, zu groß. Schauen wir mal kurz Champagne und Franche-Comté, wie teuer die wären. 27, Franche-Comté 30. Ah, die Frage ist, wie gut wird der Krieg jetzt noch laufen? Ich meine, wir haben jetzt hier gleich noch zwei Sachen besetzt, was schon mal gut ist. Und hier gegen Italien müssten wir auch noch gewinnen.
Also es sieht aktuell noch eher gut aus. Die Ostfront, die beunruhigt mich halt sehr. Muss ich gestehen. So, greifen wir hier mal in Brüssel an. Die werden hier bald im Osten Sachen von uns besetzen. Wir brauchen ewig, um das eine hier zu besetzen, weil wir keine Artillerie dabei haben. Das ist das Problem bei der Sache. Verdammt. Die kommen auch dazu, ne? 24. September. Ich hoffe, ich gewinne die Schlacht vorher, bevor die da sind. Sonst haben wir ein Problem. Ich meine, die Schweizer stehen hier auch noch da. Das ist nicht wenig. So, Schlacht von Arlon gewonnen. Ich weiß nicht, wie viel es mir bringt, wenn ich hier Belgien besetzt habe. Ja, die wollen fliehen. Ich sehe halt nicht, ob ich da eine Brücke überquere. Das könnte ich mir wahrscheinlich mit dem Gelände noch besser anschauen, oder? Wälder. Die Armee hier muss ich eigentlich erstmal erholen. Jetzt warte ich mal kurz, bis ich die zwei Sachen hier besetzt habe, würde ich sagen. Achso, und wir sollten hier vielleicht auch eine Armee, die sich noch erholen muss. Die ziehe ich mal ein bisschen zurück, beziehungsweise hier in Zab... Was? Steht da eine Armee in Saarbrücken, eine französische? Sehe ich das richtig? So, wir haben jetzt noch das erste hier besetzt. Niederlande ist wieder was passiert, das interessiert mich gerade nicht. Wie viel Kriegsstand haben wir jetzt mittlerweile? 37, das heißt 20 mehr haben wir aktuell. Wenn ich noch 10 mehr Kriegspunkte bekäme, wäre das ganz gut. Aber da, die Schweiz hat echt viele Truppen. Und die Russen haben halt echt viele Truppen. Und hier werden wir jetzt gleich eine Schlacht verlieren. Im Osten. Wann haben wir denn das jetzt hier fertig bis jetzt? 94%, 24. September. Geht hier die Schlacht eher jetzt zu unseren Ungunsten aus? Die Schlacht von Brüssel haben wir noch gewonnen. So, jetzt haben wir Kalitz auch noch besetzt. Die Russen, kann man denn separat Frieden eigentlich schließen? Nee, wollen sie auch nicht. Ja, die Frage ist, sollten wir da jetzt das alles aufnehmen oder eher nicht? Wie gierig sind wir? Die Italiener werden auch gerade von den Briten platt gemacht. Hier verlieren wir natürlich wieder afrikanisches Territorium. Oh! Und wir werden von den Osmanen hier gerade platt gemacht. Das spricht jetzt eher nicht dafür. Und wieso werden wir hier angegriffen und ich habe es nicht gesehen? Ungünstig. Sehr ungünstig. Okay, vielleicht sollten wir doch schauen, dass wir Frieden schließen. Vielleicht können wir noch irgendwas Kleines hinzufügen. 27, so irgendwas, was zwischen 10 und 15 kostet. Weltgeltung reduzieren würde uns halt nochmal 3. Nee, das ist eh zu teuer. Freies Volk, Katalonien. Nee, befreites Land, das interessiert mich alles nicht. Ich könnte sie einfach erniedrigen. 15 würde das kosten. Keine Infamie immerhin. Oder Platz an der Sonne. Aber Platz an der Sonne kostet uns auch 10 Infamie. Das ist aber teuer. Das ist aber teuer. Algier könnten wir dadurch bekommen. Muss ich mir mal kurz anschauen, was Algier, wie wertvoll das ist. Aus der. Ich könnte natürlich auch. Na nee, 20 Kriegspunkte aus Land aus der Einflusssphäre entfernen. Okay, wir schauen uns mal kurz Algier an. Ja, es ist ein schwieriger Krieg. Das sollten wir jetzt nicht unterschätzen. Und wir sollten schon zufrieden sein mit dem, was wir erreicht haben. Hier Algier. 31, 56.000, das sind so viele Leute. Ja, gut, hier leben 90.000, 136 sogar. Wie weit geht Algier? Bis hier, bis Bonnet. Und es gibt Getreide. Getreide. Ja, ist jetzt nicht so spannend, muss ich sagen, dass es sich lohnt. Vielleicht sollten wir sie einfach wirklich noch erniedrigen, weil uns das keine Infamie kostet. Und wenn wir es nicht erreichen, gut, dann verlieren wir sehr viel Prestige. Aber es müsste eigentlich hinhauen, hoffe ich mal. So, jetzt würde ich. Achso, wann können wir jetzt Frieden schließen? 5. Oktober. Bis dahin verlieren wir jetzt leider noch ein oder die ein oder andere Schlacht wahrscheinlich.
Hier bitte nicht. Wie sieht es jetzt hier in Russland aus? Die sind nämlich am 24. da. Ah Gott, die Schlacht haben wir sogar gewonnen. Ha! Genial. Okay, das lief ja überraschend dann doch gut. Ich versuche mal da oben noch anzugreifen. Wir schauen einfach mal, wie es läuft. So, wir haben jetzt bald auch einiges hier in Belgien bis jetzt. Vielleicht hätte ich es doch anders machen sollen. Ich will jetzt aber nicht die 50 Prestige noch verlieren. Ja, es war klar, dass die jetzt wieder dorthin gehen. Wann kann ich Frieden schließen? 5. Oktober, dauert noch kurz. Schlacht von Saarbrücken haben wir auch gewonnen. Das ist alles mal gar kein Problem. So. Ah, einen Tag noch, oder? Belgien will auch Frieden, aber... Oh, jetzt hatten wir 50 Kriegsstand. Ach, Mann. Ach, Mann. Hätte ich das gewusst? Shit. Wir haben 50 Kriegsstand, Leute. Verdammt, wollen wir doch nochmal... Ah. Wenn ich das jetzt wissen würde. Vilnius. Ich sage, wir ziehen uns mal mit denen irgendwie... Ja, wir können uns kaum zurückziehen, ne? Wir können uns da unten zurückziehen. Wie läuft denn die Schlacht hier? Schlacht von Katowice haben wir da unten gewonnen. Ziehen sich zurück. Vielleicht füge ich doch nochmal was hinzu. Nachdem der Krieg so überraschend gut läuft. Wobei jetzt... Ja, jetzt werden wir hier ein bisschen angegriffen. Jetzt werden wir hier auf allen Seiten angegriffen von... Denen dort. Belgien ist... Es hat sich, glaube ich, doch gelohnt, dass wir in Belgien ziemlich viel erobern konnten. Die wollen jetzt wahrscheinlich da hochmarschieren. Schauen wir jetzt einfach nochmal, wie viele Kriegspunkte wir bekommen. Die Armee soll sich mal noch ein bisschen erholen. Schlacht von Charleroi haben wir gewonnen. Soweit, so gut. Ja, die Briten verlieren jetzt hier was. Das da unten würden wir halt gleich noch erobern. Die Schlacht müssten wir auch gewinnen. Hier laufen wir auch noch dazu. Käme es hier zur Schlacht jetzt eigentlich? Allenstein. Hä? Kommt in Allenstein an? Das heißt aber Vilnius, oder? Bin ich jetzt blöd? Allenstein? Nee, dann laufe ich ja über die feindliche Armee. Das will ich ja nicht. So. So. Genau, wie läuft jetzt die Schlacht hier? Oh, wir verlieren sogar mehr Männer. Gut, wir haben halt keine Artillerie dabei, leider. Okay. Die Frage, wie viel wir... Ja, wollen wir wenigstens noch hier die eine Festung abwarten, hätte ich fast gesagt. Bis die noch fällt. Wir haben jetzt hier wieder 51.000 Männer. Könnten natürlich auch versuchen, hier einzugreifen. Aber wir bekämen dann halt wahrscheinlich einen Malus, der mir nicht gefällt. Wie viel kriegt schon immer noch 50? 53. Oder wir machen es so, im schlimmsten Fall verlieren wir halt 50 Prestige. Würde uns da ein bisschen zurückwerfen. Das wäre doch auch eine Überlegung. Und fügen jetzt noch das Kriegsziel hinzu, dass wir noch was erobern. Und zwar, hier, Franche-Comté. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Wir machen das jetzt einfach. Region erobern. Franche-Comté, 30 Punkte kostet uns das. Oh, das geht wieder nicht. Ach, wir haben wieder diesen schönen Bug. Kann das sein? Ah, dass das jetzt wieder, dass ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen kann? Ja. Liegt das daran, immer wenn ich irgendwie
Frankreich erniedrigen auswähle, dass das dann nicht mehr geht. Das ist ja lächerlich jetzt. Och, jetzt habe ich gedacht, jetzt können wir nicht mal irgendwas, oder? Nichts können wir mehr hinzufügen jetzt. Das ist jetzt enttäuschend. Das ist jetzt enttäuschend. Na gut. Wollen wir mal nicht so enttäuscht sein. Wir schließen jetzt einfach Frieden. Wobei, wartet mal. Ich habe noch eine andere Idee. Wie viel Kriegsstand würden wir wohl verlieren, wenn wir mit Belgien Frieden schließen? Wenn ich da einen Kriegsstil hinzufüge. Ach, da fehlt jetzt der Hurra-Patriotismus. Auf einmal. Weil dann hätten wir natürlich in Belgien noch was erobern können. Da haben wir nämlich 58 Kriegsstand. Aber ich weiß halt nicht, wie viel uns dann wegfallen würde gegen Frankreich. Ich glaube, da würde uns einiges wegfallen, denke ich mal. Mal kurz schauen, wie viel Hurra-Patriotismus steigt. Ja, es steigt sehr langsam. Ah, jetzt haben wir unten die Schlacht bei den Osmanen verloren. Nee, komm. Wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Wir schließen Frieden, weil das geht ja leider nicht. Franche kommt hier jetzt gerne hinzugefügt. Aber dann merken wir uns, dass das jetzt nicht ging. Okay. Frieden wird geschlossen. Es ist doch trotzdem ein großer Sieg für Deutschland. So, wir haben Elsass-Lothringen befreit und Frankreich haben wir erniedrigt. Sehr gut. Was für ein Krieg. Erstmal demobilisieren bitte. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch, wenn ich das richtig sehe, Bayern in unsere Einflusssphäre. Und wahrscheinlich ist schon jemand anderes dabei, das zu versuchen, oder? Also sie gelten offiziell noch als Großmacht, das ist gut, weil dann... Und wie lange haben wir denn Waffenstillstand? Erst wenn der Waffenstillstand vorbei ist, können wir loslegen. Oh Gott, erst in 5 Jahren können wir die versuchen, in unsere Einflusssphäre zu holen. Bis dahin können wir auch noch kein Deutschland gründen, schade. So, aber wir müssen jetzt dafür sorgen, dass alles andere in unserer Einflusssphäre bleibt an deutschen Gebieten. Deswegen werde ich hier gleich mal dafür sorgen. Ja, hier sind die Bayern schon wieder dabei. Aber wie gesagt, langfristig werden die ja keine Großmacht mehr sein. Ich werde nochmal die Meinung der Franzosen senken. So, das heißt, wir haben dann Baden-Württemberg eigentlich unter Kontrolle fürs Erste. Wie sieht es jetzt aktuell in Dänemark aus? Ja, toll. Da sind wir rausgeworfen worden bei den Niederländern. Sind wir auch vertraut? Okay. Wie sieht es mit Italien aus? Sind wir auch rausgeworfen worden. Gut, unsere Truppen müssen wir jetzt irgendwie wieder zurückziehen. Und ordnen. Ah, das hasse ich ja, dieses Ordnen dann. Das ist immer nicht leicht. So. Sammeln wir die Truppen mal. Und ziehen uns hier mal ein bisschen zurück. Okay. Aber der Krieg ist vorbei. Und es war ein Sieg für uns. Wir hätten noch mehr rausschlagen können, aber wir haben immerhin Elsass-Lothringen zurückerobert. Das was ist ja zum Großteil tatsächlich deutsch hier. Süddeutsch. Das ist hervorragend. So, wie sieht es denn jetzt mit unseren Kolonien aus aktuell? 72, bis März 72, dann könnten wir hier das für uns entscheiden, glaube ich. Deswegen warte ich jetzt mal noch, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir dafür nochmal Kolonialpunkte brauchen. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Das Reichsland Elsass-Lothringen. Ach, glaubt, können wir das nicht umbenennen? Metz, Straßburg und Comarch. Schauen wir es uns mal kurz an. Und zwar hier, Reichsland Elsass-Lothringen. Da wir nun die Kontrolle über die früheren französischen Regionen Elsass-Lothringen übernommen haben, sollten wir vielleicht an eine Änderung der Straßennamen denken. Lasst uns das neue Reichsland Elsass-Lothringen einsetzen. Bringt uns 5,5 Prestige. Colmar, Straßburg, Elsass-Lothringen. Machen wir. Alles klar, perfekt. Gut. Ja, in Sachsen haben wir nach wie vor Facharbeiter, die... Ja, aber wir bauen ja die Fabriken schon aus. Das wird schon wieder besser werden. So. 6, 3, 4. Ja, hier fehlt uns jetzt zum Beispiel ein bisschen Artillerie. Breslau. Da haben wir 7, 3, 3, 6, 3, 3.
8-3-2. Machen wir mal eine Garde weniger. Packe ich mal hier hin. Hier haben wir zweimal Artillerie. Hier haben wir sehr viel Artillerie. Oh, da werde ich auf jeden Fall mal viermal Artillerie abpacken. Und haben wir hier oben Artillerie zufällig? Haben wir auch, okay. Wo packe ich die denn jetzt hin? Da haben wir auch Artillerie. Packe ich die mal da hoch. Fürs Erste und teile die dann nochmal auf. So, dein Name Freihandel. Dein Name ist sehr weit entfernt. Dort Deutscher Bund verlangt Handelszugang bei deinem Namen. Joa, Freihandel ist fairer Handel. Absolut. So, Baden macht jetzt ein Bündnis mit uns. Gut. Ach, Österreich. Nee. Dann sind sie nicht mehr mit Bayern verbündet. Ist Bayern keine Großmacht mehr? Doch. Aktuell gelten sie noch als Großmacht. Wie sieht es jetzt in Österreich aus? Sind wir ja auf herzlich aktuell, aber die Russen arbeiten schon dagegen. So. Also. Was haben wir denn jetzt hier noch so alles? Hier oben haben wir jetzt mal die 4x Artillerie, richtig? Genau. Und uns fehlt noch ein bisschen Infanterie. Ja, ja, Österreich, das war klar. Wie sieht's denn jetzt? Jetzt haben wir gleich 72. Oh, unsere ganze Armee wurde da vernichtet von den Osmanen. Ah, einmal, wenn man nicht aufpasst, verliert man eine ganze Armee. Das ist tragisch. Ich hoffe, das bringt was, dass unsere Armee da unten steht. So. Genau, jetzt haben wir hier viermal Artillerie und Garde. Hier auch. Uns fehlt jetzt sozusagen ein bisschen Kürassiere. Halt, keine Artillerie. Na? So, jetzt. Ihr geht noch dorthin. Ich muss mal noch kurz gucken, wo wir überall noch... Ja, wir haben insgesamt relativ viel Kürassiere noch übrig. Packen wir die mal noch mit da hoch. Große Entdeckung, Manifest, Dynastie. In Österreich können wir mal die Meinung steigern. Nicht in der Slowakei, sondern in Österreich, bitte. Dankeschön, vertraut. Was schon mal grundsätzlich auch eine gute Sache ist. So, wir haben jetzt hier drei so kleinere Armeen. 635 haben wir hier sogar. Dringliches Angebot. Antrag wird abgelehnt auf jeden Fall. Wir wollen nicht so viele Liberale bei uns haben. So, hier habe ich jetzt wieder eine Artillerie frei. Die darf darunter nach Breslau. Und noch eine Artillerie. Nee. Genau, doch. Die andere Artillerie darf noch hier hin. Dann haben wir dort auch viermal. Und wir haben die organische Chemie gemacht. Und jetzt können wir hier, glaube ich, die Protektorate gründen. Protektorat erstellen. Kostet mich das jetzt was? Nee, das bringt mir, glaube ich, sogar ein bisschen was. Wir haben jetzt hier tatsächlich ein Protektorat erstellt. An der Küste. Sehr gut. Und hier müssten wir das jetzt auch machen können. Protektorat erstellen. Sehr schön. Jetzt haben wir nämlich wieder ein bisschen was frei. Und können jetzt weiter kolonialisieren. Ich bin mir nicht sicher, was noch gute Gebiete grundsätzlich sind. Hier unten reicht unsere Reichweite nicht aus. Kann das sein? Ja. Boah, die Gegenden sind jetzt nicht so besonders interessant. Hier ist noch Kaffee. Das Problem sind halt wirklich, dass unsere Marinestützpunkte nicht so riesig sind. Die werde ich gleich mal hier noch erweitern. Naja, hier sind halt jetzt die Franzosen schon aktuell. Ach, das gehört schon den Franzosen. Ja, ja, das haben die Franzosen schon und die gehen jetzt hier nach unten. Wir könnten versuchen, hier noch die Küste zu bekommen. Das ist, also weil das hier, das können wir uns in Ruhe auch nochmal holen aus meiner Sicht.
Da haben wir noch alle Zeit der Welt. Gut, hier ist halt Portugal. Ich weiß nicht, wie sehr Portugal kolonisieren wird. Hier im Süden sind wir halt leider nicht vertreten. Das ist ärgerlich. Genau, hier ist die Kolonisierung eben nicht möglich. Ja, probieren wir es mal hier. Versuchen noch diese Gebiete zu holen und für uns zu sichern. Wir können eine Kolonie. Hä, wir haben doch schon eine Kolonie hier errichtet, oder? Muss ich noch was klicken? Protektorat. Klickt, um eine Kolonie zu konvertieren und aufzuwerten. Ihr benötigt 24 verfügbare Kolonialmacht. Nee, das wollen wir aber nicht. Das ist ja nicht notwendig. Das ist ja nicht notwendig. Genau. Das passt soweit. Westmarokko-Reich. Könnten wir jetzt hier noch was machen? Nee, erstmal nicht. Wir hätten noch ein bisschen Punkte übrig. Aber ich weiß halt nicht, ob wir hier gegen die Franzosen. Ich behalte die Punkte erstmal, denke ich, bei mir. Okay, Leute, jetzt sind wir noch langsam auf einem guten Weg fürs Deutsche Kaiserreich. Wie gesagt, hoffentlich in 5 Jahren dann endlich, wenn wir die Bayern noch in unsere Einflusssphäre holen, dass wir alles Wichtige dann geschafft haben. Und ja, dann müssen wir jetzt noch eine Forschung zum Ende der Folge auswählen. Und es gibt so viel, was jetzt wichtig ist. Und Eisenbahnen und Industrie und natürlich auch Armee. Aber vielleicht versuche ich erstmal. Ich weiß nicht, ob mir die Versorgungsreichweite. Bringt mir die Versorgungsreichweite etwas? Kann ich die irgendwie die Wahrscheinlichkeit hier noch erhöhen? Grundwahrscheinlichkeit 5%. Ah, wenn das Land im Krieg ist, ist die Wahrscheinlichkeit noch hier erhöht, oder was? Okay. Versorgungsreichweite. Ich weiß nicht, ob das was hiermit zu tun hat. Wisst ihr was? Ich versuche das mal bis zum nächsten Mal rauszufinden, ob mir noch spezielle Technologien bei der Kolonialwacht was bringen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Und dann freuen wir uns alle auf das Deutsche Kaiserreich. Bis dahin alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.